Seid ihr große Fans von Serien wie Black Mirror und American Horror Stories? Liebt ihr Filme wie Fight Club, Jungle oder Deadpool? Los geht's! Dann ist die Anthology-Serie Love, Death and Robots genau perfekt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem Netflix-Mini-Tipp. Love, Death and Robots ist die neue Serie von David Fincher, der hinter Serien steht wie zum Beispiel House of Cards und Mindhunter, und vom Regisseur von Deadpool, Tim Miller. Love, Death and Robots ist eine nicht jugendfreie, durchgeknallte, mit Action verpackte Animations-Anthology-Serie. Die Serie ist eine Mischung aus bösen Überraschungen und schwarzem Humor. Jede Folge ist eigen und jede Folge hat einen anderen Animationsstyle, um die Story zu erzählen. Ich will nicht spoilern. Wenn ihr auf überraschende Handlung oder total durchgeknallte kreative Animationen steht, müsst ihr diese Serie unbedingt sehen. Und schreibt mal in die Kommentare, als was ihr diese Serie beschreiben würdet. Love, Death and Robots hat 18 Folgen und jede Folge ist zwischen 5 und 15 Minuten lang. Also eine perfekte Serie, um sie schnell binge zu watchen. So, das war's schon mit dem Video. Falls ihr noch nicht unseren letzten Netflix-Mini-Tipp-Video gesehen habt, dann klickt mal in die Infobox. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Channel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!